Walzer, Quickstep und CHA. Nachdem sich die Tanzpaare in der ersten Kennenlernshow von Let's Dance gefunden haben, ging es in Show einer richtig rund. Die Promis und ihre Profitänzer mussten sich im Walzer, Quickstep sowie CHA beweisen. Während 13 Paare alles geben mussten, konnte Judith Williams beruhigt ihr Können zeigen. Durch ihr gelöstes Direktticket war sie bereits sicher in der nächsten Sendung. Welcher Promi tanzt was bei Let's Dance? Die Profis sorgten für ein feuriges Opening mit This Is What You Came Me For von Calvin Harris Feat. Rihanna, Model Barbara Meyer und Profitänzer Sergio Luca machten den Anfang mit ihrem Quickstep zu You Are The One That I Want von John Travolta und Olivia Newton-John. Ruhiger ging es bei AWZ-Schauspieler Bela Klenze und seiner Tanzpartnerin Oana Nechiti zu. Für sie stand der Wiener Walzer zu Perfect von Ed Sheeran Feat. Beyoncé auf der Tanzkarte. Sich ebenfalls im Walzer beweisen mussten Moderatorin Charlotte Würdig und Profitänzer Valentin Lusin. Sie tanzten den langsamen Walzer zu A Moment Like This von Leona Lewis. TV-Koch Jekyll schwang mit Profitänzerin Martha Arndt das Tanzbein zu Suave Mal von Elvis Crespo. Getanzt wurde der CHA. Mit dem gleichen Tanz mussten auch Social-Media-Star Heiko Lochmann und seine Tanzpartnerin Katrin Menzinger überzeugen. Ab ging es zu Don't Worry von Metcon. Für Moderator Ingolf Lück und Profitänzerin Ekaterina Leonova stand der Wiener Walzer zu Pianoman von Billy Joel auf dem Programm. GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen und Profitänzer Christian Polanz wollten auf dem Tanzparkett mit dem langsamen Walzer zu Sweet Child O' Mine von Jasmine Thompson, Cover Guns N' Roses glänzen. Schwungvoll ging es bei Bachelorette Jessica Pasca und ihrem Profitänzer Robert Beitsch zu. Beim CHA zu Timber von Pitbull FD. Cashel war voller Körpereinsatz gefragt. Auf Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht und Renata Lusin wartete der Quickstep. Getanzt wurde auf Freedom von Dick Brave, Cover George Michael, Unternehmerin Judith Williams und Profitänzer Erich Klan zeigten einen langsamen Walzer zu SHE von Elvis Costello auf dem Tanzparkett. Schauspielerin Julia Dietze und Massimo Sinato tanzten den CHA zu Imine von Ofenbach. Social-Media-Star Roman Lochmann und Profitänzerin Katja Kalugina müssen sich ebenfalls im CHA beweisen. Sie schwingen die Hüften zu There Is Nothing Holding Me Back von Shawn Mendes. Wie fit ist Moderator Thomas Hermanns wohl in Sachen Quickstep? Zu I'm So Excited von The Pointer Sisters geht's mit Regina Luca aufs Parkett. Schauspielerin Tina Roland und ihr Profitänzer Vadim Gabusov tanzten den CHA zu Physical von Olivia Newton-John. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es Let's Dance auch im RTL-Livestream bei TV Now zu sehen.